Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir das erste Mal seit langem wieder ein Video, wo das Auto nicht rollen wird. Reine theoretische Information für euch, aber enorm wichtig, weil ich bin mir sehr sicher, dass die meisten von euch keine Informationen über dieses Thema in der Fahrschule bekommen werden. Und zwar geht es um die sogenannte Rettungskarte, das Rettungsblatt. Sieht so aus, DIN A4 Größe, müsst ihr euch im Internet ausdrucken, könnt ihr kostenlos machen. Wir gucken uns das Ding gleich nochmal genau an. Und diese Rettungskarte ist mehr oder weniger eine Draufsicht und eine Seitenansicht auf euer Fahrzeug, auf alle sicherheitsrelevanten Bauteile, die im Fahrzeug sind. Und ist natürlich immer für den Fall, dass ihr einen schweren Unfall habt. Ihr seid eingeklemmt im Auto. Die Feuerwehr muss kommen, muss das Auto aufschneiden, um euch aus dem Fahrzeug bergen zu können. Früher konnte man das mehr oder weniger bedenkenlos machen. Da konnte man die Rettungsschere fast überall einsetzen. Heute ist das bei weitem nicht mehr so, weil wir haben so viel sicherheitsrelevante Komponenten im Auto verbaut. Das fängt an mit dem Airbag, mit dem Kopf-Airbag, mit dem Seiten-Airbag. Für die Frontpassagiere gibt es Airbag, den Gurtstraffer gibt es. Die Autos haben teilweise mehr wie eine Batterie. Es gibt Fahrzeuge mit Flüssigtankanlagen. Also es ist für die Feuerwehr im ersten Moment überhaupt nicht machbar, bei allen Modellen wirklich zu wissen, wo genau diese Komponenten verbaut sind. Und die sind immer noch scharf gestellt beim Unfall. Das heißt, wenn die Rettungsschere an der falschen Stelle ansetzen, dann kann das sehr schnell passieren, dass ihr damit solche Sicherheitskomponenten auslöst, dass ein Airbag plötzlich losschießt oder ein Gurtstraffer. Und diese Teile, die lösen aus in Millisekunden. Und da sind wirklich schwere Verletzungen der Rettungskräfte und natürlich auch von den Personen, die im Fahrzeug eingeklemmt sind, vorprogrammiert. Deswegen ist das für die Feuerwehr enorm wichtig, im Vorfeld genau zu wissen, wo diese Sachen platziert sind. Ja? Und dafür ist diese Rettungskarte da. Ich mache jetzt mal einen kurzen Cut nochmal und dann könnt ihr euch mal genau angucken, wie so eine Rettungskarte aussieht. Ja, jetzt wisst ihr, wie so eine Rettungskarte aussieht. Ich habe ja eben schon mal gesagt, es gibt mittlerweile so viele technische Innovationen, so viele Neuerungen, dass die Feuerwehr unmöglich da auf immer dem aktuellen Stand bei jedem Fahrzeugmodell sein kann. Jetzt kommen die ganzen Elektrofahrzeuge auch noch dazu. Das macht es dann noch komplizierter. Es gibt für nahezu jedes Fahrzeug letztendlich eine Rettungskarte. Wenn ihr tatsächlich so ein Modell habt, wo ihr keine findet, dann müsst ihr euch mal direkt an den Fahrzeughersteller wenden. Ja? Jetzt gebe ich euch noch so ein paar allgemeine Informationen zu dieser Karte. Ihr solltet immer zusehen, dass die aktuell bleibt. Das heißt, es kann ja sein, dass ihr sagt, ich rüste das Fahrzeug jetzt um auf Flüssiggas, was ihr ja ohne Probleme dann in vielen Fällen machen könnt. Dann müsst ihr die Karte mitnehmen zum Umrüster und der muss dann die Komponenten einzeichnen in diese Rettungskarte, dass die dann wirklich immer aktuell bleibt. Ja? Wenn ihr mal vergleicht die ausgedruckte Karte mit der Modellvariante, die ihr habt, mit der Ausstattung, dann wird euch vielleicht auffallen, dass auf der Karte mehr eingezeichnet ist, wie das, was ihr im Fahrzeug habt. Das sollte euch nicht irritieren. Man geht da immer von der höchstmöglichen Ausstattung aus. Ansonsten müsste man einfach viel zu viele Karten herstellen. Das ist einfach der Grund, warum man das so macht. Ja? Dann ist die Karte international, die Symbole sind international. Das heißt, die wird euch auch helfen im Ernstfall im Ausland. Also nicht nur im Inland. Es gibt sogenannte QR-Codes, die ihr runterladen könnt, um das Ganze elektronisch zu machen. Da würde ich erstmal von abraten, weil es noch nicht wirklich flächendeckend ist. Es ist immer noch die sichere Variante, wirklich die ganz einfache, simple, ausgedruckte Karte. Die solltet ihr erstmal bevorzugen und dann entsprechend im Auto platzieren. Ja? Jetzt ist natürlich wichtig, wenn ihr so eine Karte habt, dass ihr auch eine Information nach außen gibt, dass die Rettungskräfte wissen, da ist überhaupt eine. Und dafür gibt es einen Aufkleber, den könnt ihr euch jetzt aber nicht runterladen. Dann müsst ihr dann bitte einmal zur irgendeiner Kraftfahrzeugversicherung oder zu einem Automobilclub gehen. Die könnt ihr auch da kostenlos holen. Die haben so die Größe von so einer Vignette. Ich habe hier eine liegen. Ich ziehe die mal ab. Und ja, den würdet ihr dann den Aufkleber oben links oder oben rechts im Fahrzeug platzieren und dann wissen die ganz genau, okay, das ist ein Fahrzeug, da ist eine Rettungskarte wirklich vorhanden. Ja? Das ist der eine Punkt. Der zweite ist natürlich jetzt, wo ist jetzt die Rettungskarte? Es macht wenig Sinn, wenn die das ganze Auto durchsuchen müssen. Da vergehen dann wieder wertvolle Minuten, die für euch wichtig sind. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, diese goldene erste Stunde. Und wenn die natürlich kramen müssen und suchen müssen im Auto und die finden die Rettungskarte nicht, ist es schon blöd. Es gibt eine Position, wo die zu finden sein sollte. Und das ist hier hinter der Sonnenblende des Fahrers. Also
faltet das Ding zusammen, steckt sie dahinter und egal, ob ihr im Inland oder im Ausland seid, da wird immer zuerst geguckt an dieser Position. Alles andere ist dann wieder die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Da vergeht wirklich wichtige Zeit, die für euch wichtig ist, um euch zu versorgen, um euch aus dem Auto rauszuholen, zu bergen. Ja? Also von daher bitte immer dahinter platzieren. Ihr könnt die Luxusvariante sogar wählen und könnt es noch laminieren. Dann ist es auch noch geschützt gegen Schmutz und vor allem gegen Flüssigkeit, die ja auch mal austreten kann im Ernstfall. Aber wichtig ist, dass das Ding einfach dahinter zu finden ist. Ja? Dann habe ich eine Bitte noch an euch. Ihr wisst jetzt sicherlich nach diesem Video mehr wie viele andere. Und wenn ihr mal in die Fahrzeuge guckt, irgendwo auf dem Parkplatz, dann guckt doch mal, wie viel von diesen Aufklebern ihr finden werdet. Das sind gar nicht so viele. Das heißt, da ist wirklich noch ein Informationsdefizit. Und jetzt guckt mal in den Autos eurer Freunde, eurer Bekannten, auch bei euren Eltern, ob ihr diesen Aufkleber findet. Und wenn das nicht der Fall ist, dann seid ihr natürlich jetzt auch ein idealer Botschafter. Ja, weil ihr wisst mehr wie die anderen. Und dann raus damit. Ja, das ist wichtig. Und wie gesagt, es ist alles kostenlos. Der Aufkleber ist kostenlos und die Karte ist kostenlos runterzuladen. Und dann habt ihr da auch nochmal die Möglichkeit, euer Wissen wirklich weiterzutragen, dass nach Möglichkeit viele Leute dann irgendwann auch diese Karte und diesen Aufkleber im Auto haben. Ja? Wenn das Video für euch hilfreich war, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr mir wieder einen Daumen hoch gebt. Abonniert mich hier auf YouTube. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in den Prüfungen und allzeit gute Fahrt. Kommt immer gut und sicher nach Hause.